Das Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. 96 hat hohe Wellen geschlagen. Nicht nur vor dem großen Ereignis gab es viel zu berichten, etwa über die Programmpunkte und ob die Gesundheit der Queen eine Teilnahme an allen Tagen des Events zulassen wird. Es ging auch darum, welche Rolle Prinz Harry, 37, und seine Frau Herzogin Meghan, 40, geborene Markle, bei dem royalen Event spielen werden. Thronjubiläum, kein Drama mit den Sussexes. Das Paar reiste aus den USA an und ermöglichte der Queen damit auch, endlich ihre Enkelin Lilibet, 1, persönlich kennenzulernen. Doch vor der Ankunft des Glamour-Paares, das sich aus der ersten Reihe der Firma verabschiedet und sich ein neues Leben abseits der Königsfamilie in den USA aufgebaut hat, wurde ganz klar gemacht, die Queen wünscht kein Drama. Öffentliche Auftritte der Sussexes wurden auf ein Minimum beschränkt. So waren sie nicht beim Megakonzert der BBC, nicht auf dem Balkon des Buckingham Palace zu sehen und beim Treffen der Queen mit Lilibet durfte kein Fotograf anwesend sein. Wenig schmeichelhafter Spitzname für Prinz Harry. US-Autor Robert Ehringer, 67, ist für die Santa Barbara News tätig und hat einen neuen Spitznamen für Prinz Harry kreiert, wie auf newspress.com zu lesen ist. Laut ihm hat der Besuch der Sussexes in London bewiesen, dass die britische Königsfamilie so beliebt wie nie ist, und das trotz all der schweren Anschuldigungen, welche die Sussexes bereits mehrmals gegen Harrys Familie erhoben haben. Und da Prinz Harry und seine Frau auch ausgebuht wurden, als sie zum Dankesgottesdienst vor der St. Paul's Cathedral erschienen und dann in den hinteren Reihen in der Kirche Platz nehmen mussten, sieht der Autor den Enkel der Queen nun als Second Row Harry, auf Deutsch, zweite Reihe Harry. Wie gut läuft es bei Prinz Harry und Herzogin Meghan derzeit? Kein besonders schmeichelhafter Spitzname für einen Mann, der in der Thronfolge immerhin auf Rang 6 steht. Zudem verweist der Autor darauf, dass es auch sonst nicht gerade optimal läuft für die Sussexes. Netflix cancelte die Serie Pearl von Herzogin Meghan noch vor Erscheinen, dem Paar wird bei seinem Engagement für das Klima Heuchelei vorgeworfen und auch in US-Medien wird immer kritischer über die Sussexes berichtet. Zudem könnte der Netflix-Deal des Paares grundlegend gefährdet sein, denn beim Streaming-Riesen hatte man sich wohl deutlich mehr vom Zusammentreffen der Sussexes mit der Queen erwartet.